Ich möchte jetzt mal was ganz Realistisches von euch sehen in der Szene. Einfach sagen wir mal in der Autowerkstatt. Tete, die gehört dir. Kundin ist Mirja. Und ja, für die Szene brauche ich wieder Ihre Hilfe. Sagen Sie mir doch einfach mal hier. Ja, Sie, diese gerade Weckung. Ihr erstes Auto. Sie haben doch kein Auto. Verdammt. Das kann ich ja nicht in einem ersten Dreirad fahren. Erstes Auto. Ein Fiat. Irgendwas Spezielleres noch? Fiat so irgendwas? Ein Fiat. Tipo. Ein Fiat Tipo? Tipo. Was ist ein Fiat Tipo? Uralt. Tipo ist uralt, ja. Fiat Tipo. Okay. Mirja, du hattest einen Mercedes S-Klasse in der Autowerkstatt von Tetje abgegeben. Ja. Und zurück bekommst du leider einen Fiat Tipo. Aber ich merk's nicht. Ja. Ja. Das könnte auch schön sein für die Szene. Nein, du merkst es schon. Ja. Aber das folgende Streitgespräch, was jetzt hier in der Autowerkstatt stattfindet, kommt einfach mal nach vorn. Das Interessante ist, dass es in zwei Sprachen stattfindet. Der erste Kanal ist Deutsch und auf dem zweiten Kanal, auf den ich jederzeit umschalten kann, spricht ihr eine Fantasiesprache. Ich nenne sie mal Mirja Tetjanisch. Und ich kann immer hin und her schalten. Das ist ja eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, ne? Finde ich auch. Es liegt alles in meinem Buzzer. Gut, also, Mercedes ging rein, Tipo kam raus. Schön. Entschuldigung, können Sie mir mal erklären, was das da sein soll? Das ist ein Auto, ne, würde ich mal sagen. Ne? Ja, dass das ein Auto ist, das sehe ich auch. Aber ich hatte Ihnen ja vorige Woche mein Mercedes vorbeigebracht. Ne? Ist das jetzt da ein Mercedes? Neue F-Klasse. Wiederholen. F-Klasse. Das Liebesten gegessen. Was hat ein Kleinwagen jetzt draus geworden, oder was? Ja, wissen Sie, Sie haben jetzt ein nagelneues Auto von mir bekommen. Ich meine, die alte S-Klasse, die war ja nun wirklich schon 24 Jahre alt. Die viel zu groß für Sie. Ich meine, ich passe doch viel besser rein, da müssen Sie mir doch zugestehen. Außerdem habe ich Ihnen doch 500 Euro. Und das erklären Sie bei Ihrem Finanzamt. Jetzt hören Sie mir mal zu. 500 Euro für das Fürstele, komm mal essen. Es erfrischen dich selber, der Fürstele wird der Gast. Und das ist eine Unverschämtheit. Wieso? Das ist doch keine Unverschämtheit. Ich meine, Sie haben weniger Steuern, Sie haben weniger Versicherung und Sie haben Dröschen. Ein bisschen klein, gebe ich zu, aber Sie haben Dröschen. Kann auch nicht kaputt gehen, ist doch toll. Entschuldigung mal, aber ich habe ungefähr Dresden ist der was Dresden. Wie soll ich denn die alle da reinkriegen? Ich könnte Ihnen eine Anhängerkupplung anbauen, dann können Sie doch einen schönen Wohnwagen daran machen. Da können Sie die Tür aufmachen, die ganzen Gürtel rein und schon haben Sie keinen Ärger mehr. Ich habe nicht von meinen Kindern gesprochen, ich habe überhaupt gewusst. Ich meine meine Utensilien, die ich für meinen Beruf brauche. Da sind ja zum Beispiel Sachen wie Lötkolben. Haben Sie diesen Wagen vielleicht denn offerstessen? Offerstessen? Offerstessen. Ja, offerstessen, da haben wir schon lange nicht mehr auf der Preisliste. Ich kann Ihnen da vielleicht was anderes anbieten. Ein Kombi vielleicht. Ich brauche einfach nur hinten die Dressen, 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 Dressen